Na, Mürbschnuckelchen, wir brauchen ein paar Module, aber wir haben nicht so super viele Scheine. 885 durch 50 sind 10, 16, 17. Es müssten 17 sein. Block, na geht doch. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Server. Wir sind hier auf einem unter anderem Quad-Server. Das haben wir heute schon erfahren. Komm schon, komm schon. Dreimal schwarzer Kater. Das wäre doch wohl gelacht. So. Herstellungs-Loadout. Mhm. Wir haben Kohle verdient. Durch Glücksspiel. Elderchens, enttäusch uns nicht. Warum kann man die nicht einzeln überholen? Das kommt bestimmt noch, ne? Ja. Das werden sie uns bestimmt noch geben. Und dann noch die 4-Stern-Legendär-Waffen. Die haben sie uns auch versprochen. Irgendwann später, ne? Wir haben ein paar Versuche. Hm. 4, ne? Ja. Na dann mal los. Nein. Stopp. Oh, come on. Schon wieder Quad, aber... Schlagangriffsschaden? Schlagangriffsschaden? Oh, come on. Oh Mann, aber wirklich, ne? Nein! Nein, ist okay. Komm wieder in die Kiste. Wir sparen wieder. Haben wir irgendwas noch vergessen oder so? Fusionskerne, haben wir noch eins zum Ablegen? Nö. Läuft alles, wie es soll. Noch eine Cola mitnehmen. Die letzten Reste aus dem Automaten mitnehmen. Meine werten Ödländer, das soll es für heute gewesen sein. Naja, wobei, stopp. Vorsichtig, die Aufnahme geht zu Ende. Es ist gut möglich, dass es gleich weitergeht. Schnippel, die Schnipp, Schnipp. Ne? Aber theoretisch könnte es ja auch zu Ende sein. So oder so, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Was wiederum auch gut möglich sein könnte, ist, dass wir jetzt schon vor ein paar Tagen ein Röntgen gedreht haben in Atlantic City auf dem PTS. Aber nicht, dass ich mich da jetzt so weit aus dem Fenster lehne. Nicht, dass es technische Schwierigkeiten gab. Es war bestimmt super. Ach, wir sagen einfach mal, es ist super. Bestes Update seit langem. Und wir freuen uns auf neuen Inhalt. Und wir freuen uns auf den richtigen Release dann für unseren Hauptcharakter im Dezember. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass das noch dieses Jahr jetzt rauskommt. Das war doch ganz anders angekündigt. Da haben sie ein bisschen vorgezogen. Vielleicht sind sie sehr stark davon überzeugt, ne? Das könnte jetzt wieder ganz frischen Wind hier reinbringen. Casino-Mensch in Fallout 76, wie nur Vegas. Aber wir müssen auch noch ganz viele Expeditionen spielen. Wir brauchen Briefmarken. Ich weiß nicht, ob wir bei den Atlantic City-Expeditionen ebenfalls Briefmarken bekommen. Das wird sich alles rausstellen. Aber alles Schritt für Schritt. Leo, runter vom Stuhl. Sei nicht traurig. Die Fläche, die Sitzfläche wird dreckig, ne? Wir sehen uns. Wiederschauen, reingehauen, euer Leo. Oder dranbleiben. Müsst ihr gucken auf dem Timer. Unten, ne? Hier irgendwo. Kann ich gerade nicht mit der Maus anzeigen, weil er schläft. Tschüss. Guten Morgen, Briefmarken. Meine Herren, brauchen wir Briefmarken. Wisst ihr warum? Das sage ich euch nicht. Da müsst ihr die zweite Folge gucken von unserem Ausflug auf den PTS in Sachen Expeditionen in Atlantic City. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück hier in der richtigen Realität des Abenteuermoduses von unserem allerliebsten MMO Fallout 76. PS, die Season ist durch, habe ich gestern nur Kommentare abgeschlossen. Wir werden jetzt im Wechsel Briefmarken besorgen und die Sachen freischalten und umsetzen. Aber Briefmarken, hier ploppt auch gerade schon eine Gruppe auf. Hier ist ein weiterer Mensch informiert, dass wir sehr viele Briefmarken brauchen. Und ich werde mir jetzt eine andere Waffe schnappen und dann ballern wir los. Wir brauchen jetzt keine EP mehr, wir brauchen AP. Jede Menge davon. Und Briefmarken. Klar. Oh mein Gott, brauchen wir Briefmarken? Das wird großartig. Dann ab Dezember, ne? Richtig, echt? Da kommt ja das Atlantic City Update hier in die echte Welt. Twist. Für mehr AP, danke sehr. Coole Sache. Und dann noch, naja, aus Routine, Intelligenz hier. runter. Nein, keine Daily Ops. Wir brauchen nur Fusionskerne und Briefmarken. Muss laden, muss auch laden. Cola. Gamma-Patronen zum Verstrahlen. Wir sollten uns auch verstrahlen. Stimmt, ihr habt so recht. Und immer schön Kaffee mitnehmen. Wir brauchen eine andere Waffe. Wir haben nur bedingt die AP-Leistung für Klopp, Klopp. Wir packen ein. Ja, die edle Tante kann dabei bleiben. Blitzi kann wieder abgelegt werden. Fusionszellen weg.
Wir haben Gleisbolzen in der Tasche. Das reicht erstmal aus. Wir nehmen natürlich ein schönes Gleisgewehr mit, aber eins, was auf unseren blutigen Zustand reagiert. Und zwar... Oh ja, hier. Weniger Gesundheit, desto höher. Ja, genau. Gleisi 2000. Stachli hatte ich letztens erst in der No-Commentary. War cool. Sind alle cool. Aber jetzt nehmen wir mal Gleisi 2000 mit. Habe ich. Rüstung und dann erstmal los. Glücksspiel, Glück abholen. Schnelle AP-Steigerung. Ja, sind natürlich jetzt nicht da. Im Keller, ich weiß, aber das bringt ja auch nicht so lange etwas. Wir haben uns das Beste sowieso geholt, ne? Den Buff vom Leo in Sachen AP. Ah, Schande, jetzt bin ich nicht blutig. Leo, ich bin so aufgeregt. Ich komme gerade aus der PTS-Aufnahme und möchte jetzt eigentlich nur noch Briefmarken verdienen. Ich habe nur Angst, dass ich hier rausgeschmissen werde, weil ich zu lange rumtrödle. Bin gleich da. Ist gleich soweit. Ich bin so hibbelig. Jamie, wir haben dich nicht vergessen, aber wir brauchen Briefmarken. Du verstehst das hoffentlich. Einer für dich. Der geht auf Totti. Boom. Ja, Briefmarken. Kommt richtig guter Kram für Briefmarken dann raus. So viel kann ich schon mal versprechen. Aber jetzt erstmal Expedition und Stahlbarren. Na, ist der schnelle Stahl noch da? Wie lange wir hier nicht waren? Übel. Ich glaube, da oben liegt Stahl, ne? Wenn wir schön auch auf den Kompass gucken. Nein, doch, kein schneller Stahl. Vielleicht hier. Eventuell. Komm schon. Auch hier nicht Frechheit. Wir halten die Augen offen und dann noch Vorräte. Alles kein Problem. Aber wie schon so oft erwähnt, ein Auge auf den Kompass. Aber es ist schwierig gerade. Ich habe hier so einen neuen Tisch in meiner aktuellen Aufnahmesituation. Ein Stehtisch. Und da ist das Mikro so ein bisschen direkt vor dem Kompass. Gut, weiter. Action. Rüber. Naja, gut, hier eigentlich Kampfsperre. Macht ja nichts. Es führt trotzdem zum Erfolg. Expeditionen, was habe ich sie vermisst? Aber jetzt haben wir wieder einen richtigen Grund für Expedition. Da sind die Vorräte. Rechts von uns, da schnell. Wurden schon geöffnet. Noch nicht. Lass mich durch, ihr Gitter. Hat er aufgemacht, ne? Nice. Alles cool. Wild herumspringen mit Leon und Agabo. Verstrahlte Grüße. Willkommen zurück in The Pit. Wunderschön hier. Und tödlich zugleich. Immer schön alle festtackern. Noch einmal Stahl. Ich hatte draußen schon Stahl gesammelt gehabt, aber ich musste da dreimal die Aufnahme neu starten. Weil ich einen Satz nicht rausbekommen habe. Es ging darum, dass ich erklären wollte, wie das funktioniert mit dem PTS-Server oder PTS-Abbild vom eigenen Spieler. Aber das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht hin. Da muss ich erst die richtige Woge Adrenalin erwischen hier in meinem Kopf. So, jetzt zum Missionsmarker. Wir haben alles. Wir wollen... Kann ich darüber bitte? Und dann dadurch... Wir verkaufen Kram. Habe ich auch ganz oft auf dem PTS, aber es bringt ja nichts. Ist ja ein separater Safe. Letztendlich. Der mehrfach in kürzester Zeit überwiped wird. Zack. Na. Köpfchen. Ein bisschen auch für mich. Na, geht doch. Action. So schön hier. Immer wieder ein Erlebnis. Und zu Action geladen. Was müssen wir machen? Die Gefangenen, ne? Und nach wie vor noch Stahl. Hier ist Stahl, ne? Oder? Der Marker. Ach nee, das sind die Gefangenen. Ich will auch ein bisschen ballern hier. Deswegen bin ich auch hier. Wir sollten vielleicht ein bisschen Gleisbolzen einsammeln. Eventuell. Aber nur eventuell. Ja. Den nächsten Leichen. Oder ist hier noch irgendwo ein bisschen Gegröße für die Nahleichen-Loot-Funktion? Komm ich hier raus? Fusionskern, nein. Okay, wir haben alle Stahlbarren. Gefangene befreien und dann... Naja. Und dann...
Und dann die Grogs, ne? Nee, Slogs. Wie hießen sie nochmal? Sloggies? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren Slogs. Da drüben. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Da läuft doch bestimmt schon einer hin. Jupp, ist frei. Alles cool. Alles im grünen Bereich. Und jetzt weiter sprinten. Okay, mit den Frostbeulen arbeiten. Jutti. Wow, Mensch, Gleisi, du bist das wirklich. Echt krank, Mann. So, darüber bitte. So, zerstöre Giftgasbehälter in der Feuerstelle. Ja. Okay. Ach so, okay. Ich hatte mich schon gewundert gehabt. Nein, nein, wir müssen nicht mit den Frostbomben arbeiten. Hier wäre noch mehr Stahl. Nehme ich jetzt trotzdem mal mit. Wir müssen die Behälter zerstören. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, aber ich bin so gehypt wieder auf Expeditionen. Auch generell die neuen Expeditionen sind cool. Die erste schon super mit den Casinos, aber die zweite, also aus dem Video von gestern, ich glaube es ist gestern, da ist so cooler Kram dabei. Na? Behälter, Behälter. Überfall. Zack, komm nochmal hinterher. Das reicht aber nicht. Nicht, wenn ich nicht die richtigen Karten gelegt habe. Das ist nicht der richtige Behälter, ne? Nein, ich bin ein bisschen raus, gebe ich ja zu. Aber es sind runde rote. Aber wenn hier keine sind, beziehungsweise diese sich nicht zerstören lassen, dann müssen wir alle nochmal rein. Da, das ist richtig, ne? Und Block. Ja. Aber wir kriegen das auch irgendwie hin hier mit dem Gleisgewehr. Na wo denn? 2 von 5. Wir müssen nur die Augen offen halten. Ja. Ja. Nein. 3 von 5. Ab 4 von 5 hat das Spiel Mitleid mit uns und zeigt uns den letzten an. Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Da. Na, perfektes Timing zum Durchladen. Die Spannung steigt. Der letzte wird angezeigt. Ach, das ist schon durch jetzt. Sehr schön. Weiter. Mehr Action. Noch mehr. Ich habe keine Zeit für dich. Wir müssen in den nächsten Bereich. Rüber. Hier lang. Ist okay. Man kann hier ein bisschen im Kreis laufen, wenn man möchte. Aber nur ein ganz klein bisschen. So, jetzt. Ich habe wirklich keine bessere Waffe dabei, um die Behälter schneller zu zerstören. Mm-mm. Sei denn, das funktioniert auch mit der Gamma-Pistole. Ja, mal gucken. Naja. Wenn die 3 Schuss drin sind. Aber auch nicht so prickelt, ne? Dann doch lieber nach wie vor mit Gleisi und einzelnen Schüssen. So ist gut. So ist gut. Den nächsten Giftgasbehälter, bitte. Danke sehr. Spritze. Briefmarken. Wir brauchen Briefmarken. Habe ich das heute schon erwähnt? Noch einen und dann wird der letzte angezeigt. Hier drinnen vielleicht. Nein, 4 von 5. Der letzte wird angezeigt. Unter mir. Da, runter, runter. Gute Arbeit. Was ist denn das für eine Kopfbedeckung? Ach so, alles klar. Fast, ne? Gleisbolzen einsammeln. Viele haben wir nicht. Am besten lade ich dann auch hier die gleiche Gruppe zu unserer Expedition mit ein. Genau, damit wir alle weiter fleißig hier Briefmarken verdienen können. Briefmarken, die wir ab Dezember so dringend brauchen. Weiter, weiter, weiter. Und dann Drogen. Kaffee, Ballisto. Boah, auch wenn wir jetzt nicht mehr viel Kaffee haben. Alles gut, wir können, wir packen das. Rein da. Bist du der Führer? Wo ist denn hier der Eingang? Ach, da. Okay. Drogen, Kaffee, Ballisto, Bock. Und Action. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele Holzen wir brauchen. 3.
Ja, drei sind voll in Ordnung. Könnten aber auch zwei sein. Nee, zwei ist zu wenig. Auf jeden Fall drei. Es sei denn, sie sind angeschossen. Wo ist der Dicke? Der kommt auch gleich. Na, da ist er. Auf den ein faules Mac. Schande. Mein Bats-Modus wurde unterbrochen. Wie schnell das ging. Wir haben es gepackt. Nice. Hexi, Hexi. Und Gleisbolzen einsammeln. Block. 450. Großartige Arbeit. Hey, nicht auf mich schießen. Ich habe nichts gemacht. Und weg hier. Ach nee, die müssen auch den Kram zu Wicker bringen. Es wäre irgendwie sehr cool, wenn wirklich jedes Mitglied aus der Expedition hier die Trigger ausführen könnte. Dann könnte jetzt schon nämlich einer vorlaufen, wie wir jetzt. Und dann Lennox triggern. Dann geht das gleich noch viel, viel schneller. Lennox, rede mit mir. Wir sind auch schon oft zusammengeflogen. Vor kurzem erst nach Atlantic City in New Jersey. Großartige Arbeit. Hier drinnen würde ich auch ganz gerne, ne, Däumchen und so geben. Briefmarken. Exzellente Arbeit. Danke sehr. Danke, danke, danke. Wir haben auch 10 Briefmarken bekommen. Kriegen wir nicht eigentlich nur 8, wenn wir nicht der Anführer sind? Hat sich da was geändert? Das ist ja cool, ne? Warte mal. Dann starte ich jetzt gleich die nächste. Aber ich bin mal so frech, ich nehme mal die andere, ne? Die andere Expedition. Auch wenn es hier ums harte Farmen geht, aber wir machen ja auch hier ein variationsreiches Let's Play. Mal gucken, was sie dazu sagen, ne? Neue Expedition starten. Ach, das geht nur... Ah, stimmt. Warte mal, dann schicke ich ein anderes Signal raus. Team verlassen. Neues Team erstellen. Expeditionen. Kram verticken in der Zeit. Briefmarken. Weg, weg, weg. Wir brauchen auch Scheine. Ich möchte viele Waffen rollen. Kommt schon. Nabend. So, eher neue Expedition. Aber wir nehmen die lange. Der Variation wegen. Gut. Verstrahlte Grüße, Patrick. Mal gucken, wie sie reagieren. Auch beim Grind kann man so ein bisschen Variation walten lassen. Das ist schon okay. Das Auge grindet ja mit. Block. Direkt runter, bitte. Ist aber auch eine schöne Mission. Mit den Gefangenenhalsbändern und Denilo. Einfach erstmal durch. Go, go, go. Können wir auch hier lang? Bestimmt, ne? Ja. Das ist so krass, wie viel schneller die Laufanimation wirkt. Wenn man hier aus der Ego-Perspektive spielt mit keine Waffen in der Hand. Kommen Sie nicht hinterher? Die Lage im ja, der Nilo, ich grüße dich. Verlauf wieder ausblenden hatte ich nur für den PTS aktiviert gehabt, da gab es noch Übersetzungsfehler. Um im Graben zu. Niemand im Graben. Auf wenn nicht, machen wir das auch alleine. Ich muss, ne, los. Jut, danke schön. Begib dich zum Fanatikerhof. Machen wir. Vielleicht warten sie auch einfach nur. Sie sind hier. Sie sind alle hier. Laufe ich richtig? So ungefähr. Auch hier würden wir 75% reichen. Ah, hier runter. Block, block, block. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir sind nicht unverwundbar. Der Dicke braucht ein paar mehr. Ein paar mehr Schuss. Ich glaube, es sind trotzdem nur 3, ne? Fanatikerhof. Sind wir da? Ich glaube, ja. Und jetzt das mit den Kisten, ne? Ja. Das mit den Kisten. Grabenmedikamente. Na los. Und die komischen Speer absolvieren.
Und den auch noch ein bisschen Kram klauen. Kiste, Kiste. Weiter, weiter. Schnell. Schnell, wir haben doch keine Zeit. Drei, okay. Es sind bei den Dicken sind es drei, bei euch sind es zwei. Nice, Bolzen. Weiter. Wow, 500 schon wieder. Ich glaube, sie spielen mit. Wir unterstützen uns hier bei unserer Let's Play-Variation. Sehr schön. Kein Speer, kein Speer. Oh, nur ein Schuss. What the heck? Na, immer schön sprengen. Und Ruhestifter. Vorsichtig. Nicht, dass der uns zersäbelt. Ist ja ein Speer dabei gewesen. Nein, ich glaube nicht. Der auch nicht. Aber er muss trotzdem sterben. So, die Kisten hatten wir jetzt schon gelootet. Wir können die Grabenmedikamente sogar schon ablegen. Es fehlen nur noch die Speer. Rüber. Runter. Keine Dreipunktlandung, bitte. Hier rein damit. Abgelegt. Und weiter hoch hinaus. Speer. Da ist ein Speer. Den nehme ich. Rüber, hoch, ab! Ich wollte ihn doch töten. Noch ein Speer. Hm. Noch einen haben wir. Ablegen. Müssen wir die nicht auch ablegen, die Masken? Ja. Müssen wir. Hier rein. In diesen Briefmüllkasten. Wer weiß da schon, was das ist? Ja, genau. Wo lang dürfen wir? In die Richtung. Ich mache uns die Tür auf. Weiter, weiter, weiter. Da ist er. Der Patrick. Okay, dann bin ich sehr gespannt auf die Nebenmission. Die wir, ey! Auf die Nebenmission. Die wir bekommen von der älteren Frau hier. Das sind ja immer andere. Denilo. Aber erstmal mit Denilo quatschen. Danke, sehr kann losgehen. Ich bin zuerst sehr froh. Ja, Drox. Oh Gott, wir lieben sie alle. Die Slockies. Und Schwester Eva. Oder Ava. Können wir helfen? Mhm. Als Banner finden und... Und dann der Skeptiker oder was? Ja. Im Graben. Oh, oh, wo ist der Graben? Ist das draußen? Das muss ich ja dann finden, ne? Ja, das ist das Heiligtum. Und kommen sie nicht? Wollen sie schon den Skeptiker erledigen? Also befragen? Weiß nicht. Ich führe die Gruppe an, ne? Ich sollte ein bisschen mehr Vertrauen zu mir selber haben, aber da hapert es immer bei mir. Sie können einem auch nichts sagen. Weiß ich nicht. Wir gehen erstmal rein. Das können wir auch später machen. Alles kein Problem. Grab, ja, ja, ja. Ich gehe rein. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch.